Als Bouvier wurden früher alle Hunde bezeichnet, die für die Arbeit mit Vieh eingesetzt wurden. Trotz des gleichen Namensteils handelt es sich bei den Bouvier jedoch um ganz unterschiedliche Rassen. Mit dem Verschwinden der großen Viehherden verloren die Bouvier ihren hauptsächlichen Einsatzbereich. Auch die Motorisierung machte den viehtreibenden Hunden ihren Platz streitig. Während des Zweiten Weltkriegs profitierte man jedoch auch im Militärbereich von ihren Fähigkeiten. Sie wurden dort als Melde- und Sanitätshunde eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg galten sie als praktisch ausgestorben. Der Bouvier der Flandre und der Bouvier der Sardaigne gehören zu den übrig gebliebenen Bouvier-Rassen. Möglicherweise fristen jedoch noch weitere Bouvier-Rassen ein Schattendasein, als unbeachtete Arbeitshunde, wie es lange beim Bouvier der Sardaigne der Fall war. Der Bouvier der Sardaigne, auch Rinderhund genannt, lebte als typischer Bauernhund auf den Höfen, selbstständig, selbstbewusst, verantwortlich und wachsam. Schroffes Gelände und karge Bedingungen ohne besonders viel Zuwendung machten ihn zu einem widerstandsfähigen Arbeitshund. Der Bouvier des Ardennes wurde 1913 offiziell als eigenständige Rasse anerkannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten einige wenige Exemplare von ihnen ein unscheinbares Leben als Arbeitstier. Deren Hundehaltern war die Besonderheit ihrer Hunde allerdings kaum bewusst. Erst in den 1980er Jahren entdeckten Hundekenner einige wenige Bouvier des Ardennes. Ihnen ist es zu verdanken, dass er seit 1990 wieder dem Rassestandard entsprechend gezüchtet wird. Populär geworden ist er noch nicht, denn an Privatpersonen wird er von Züchtern kaum abgegeben.